29.11.2015, der EV Weiden, zu Gast in der Hacker-Pschorr Arena Bad Tölz. Immerhin letzten Sonntag als Sieger gegen die Bayreuth Tigers vom Platz gegangen. Die Löwen haben im Freitagsspiel gegen Peiting verloren. Beide Mannschaften beginnen etwas zögerlich. Erste Chancen, verfehlen das Tor knapp oder werden gehalten. Bis zur 8. Minute, Christoph Fischhaber auf Franz Mangold, die Löwen führen 1:0. Weiden schlägt zurück. 14. Minute, Philipp Siller. Janka lässt abprallen, nur in der Zeitlupe zu sehen. Siller reagiert blitzschnell. 1:1. Die Löwen gehen trotzdem mit einer Führung in die Drittelpause. Tom Kimmel auf Pass von Marek Kurilla, 2:1. Zweites Drittel. Beide Mannschaften wirken frischer, wacher. Es wird gearbeitet. Franz Mangold erwischt einen besonderen Tag. Treffer Nummer 2 für ihn. Ein gefühlvoller Lupfer über Torhüter Fabian Hönkhaus. 3:1 in der 31. Minute. Statt Ballett in der Drittelpause gibt's heute wieder einmal Anschauungsunterricht für Klitsch und Co. Jetzt wäre es an der Zeit, den Sack zuzumachen. Stattdessen Unterzahl der Löwen und Alex Jirik nutzt dankend die Gelegenheit zum 2:3. Erst im Schlussdrittel. Die Löwen legen noch eine Schippe Energie nach, wird das Spiel entschieden. Tom Kimmel mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 in der 42. Minute. Es folgt die Zeit der Glanzleistungen beider Torhüter, Markus Janka und Fabian Hönkhaus. Respekt. Den Schlusspunkt setzt Johannes Fischer mit seinem Treffer zum 5:2 in der 55. Minute. Saubere Leistung beider Mannschaften. Weiden hat zurzeit kein Glück beim Toreschießen, aber das ändert sich auch wieder. Die Fans der Löwen haben zu Beginn der Saison 6 Spiele lang gelitten. Jetzt läuft's. Gut so.